Kochen 4.2.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Für 4 Personen, für die Lammlachse, 2 Zweige Thymian, 1 Zweig Rosmarin, 2 Knoblauchzehen, 1 bis 2 Esslöffel, Olivenöl, 600 Gramm Lammlachse, 8 Scheiben Parmaschinken, Salz, Pfeffer aus der Mühle. Für Salat und Salsa, 1,5 Stange Lauch, 100 Gramm gelbe Kirschtomaten, 100 Gramm rote Kirschtomaten, 80 Gramm schwarze Oliven, Klammer auf ohne Stein, Klammer zu, 50 Milliliter Rapsöl, 60 Milliliter Aceto Balsamico Bianco Salz, Pfeffer aus der Mühle, 1 Esslöffel Orangenhonig, 2 gelbe Paprikaschoten, 2 Schalotten, 1 Knoblauchzehe, 3 Esslöffel Olivenöl Chili aus der Mühle, außer der für die Lammlachse Thymian und Rosmarin waschen, trocken sküteln, die Blättchen bzw. Nadeln abzupfen und klein schneiden, den Knoblauch schälen und klein hacken, Kräuter und Knoblauch mit dem Olivenöl mischen und in die Lammlachse einmassieren. Die Lammlachse mit dem Parmaschinken umwickeln und 20 Minuten marinieren lassen. 2. Für den Tomatenlauchsalat den Lauch putzen, waschen und in dünne Ringe schneiden. Die roten und die gelben Kirschtomaten waschen, trocken tupfen und vierteln. Die Oliven in dünne Ringe schneiden. Das Rapsöl in einer Aluschale erhitzen und den Lauch darin glasig dünsten. Tomaten und Oliven dazugeben, einmal durchschwenken, mit 30 ml Essig ablöschen und mit Salz, Pfeffer und dem Orangenhonig abschmecken. Für die Salsa die Paprikaschoten vierteln, Trennwände und Kerne entfernen, die Viertel waschen und auf dem Grill bei mittlerer direkter Hitze ohne Deckel ca. 4 Minuten auf jeder Seite grillen. Anschließend die Haut abziehen, das Fruchtfleisch fein würfeln und in eine Schüssel geben. Schalotten und Knoblauch schälen, fein würfeln und zusammen mit dem restlichen Essig und dem Olivenöl zu den Paprikawürfeln geben. Die Salsa mit Salz, Pfeffer und Chili würzen. 4. Die Lammlachse auf dem Grill bei 120 bis 140 Grad in direkter Hitze, ohne Deckel von beiden Seiten 5 bis 6 Minuten grillen und mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend in Scheiben schneiden, mit der Paprikasalsa anrichten und den Salat dazu servieren.